Hallo, herzlich willkommen zu Manuels Adventskalender. Das ist die Türe 3. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt's wieder eine tolle Serie. Und zwar eine fröhliche Familie. Die komplette Serie auf 4 CDs. Ja, warum eine fröhliche Familie? Ich mach mal kurz so. Warum diese Serie eine fröhliche Familie? Kann ich euch jetzt gleich sagen? Diese Serie lief damals bei RTL 2 und ich habe mal als Kind vielmehr diese Serie gesehen. Und vor allen Dingen hat mir immer die Musik imponiert. Die fand ich richtig klasse. Und ja, 48 Folgen. Und die Musik war damals schon, fand ich die klasse. So ist das heute, so war das damals. Schön war die Zeit, aber nicht immer leicht. Wenn man ein Kind ist, möchte man warten, bis man die Sterne am Himmel erreicht. Heute und damals. Ja, jedenfalls war die Serie immer cool. Und ja, ich fand diese Serie klasse. Alleine schon, es gab natürlich auch Weihnachtsfolgen. Dann war Miss Jo dabei. Amy und so. Ja, und der Vater ist im Krieg und der Rest der Familie ist alleine zu Hause, eine Haushälterin, die immer kocht. Ja, es war eine schöne Serie in Zeichentrickform und ich fand sie cool und ja, und deswegen alleine schon wegen der Musik. Ja, und im Endeffekt habe ich diese Serie dann mal wieder bei Clipfish gesehen damals. Und im Endeffekt, wo ich sie da gesehen habe, habe ich sie mir angeguckt. Und da vorher hatte ich auch diese Musik mal wieder entdeckt, im Internet, zufälligerweise auf YouTube. Ja, und im Nachhinein hatte ich dann diese Serie bei Clipfish gesehen nochmal und auch die Musik und weil ich sie so gut fand und ich sie damals nicht wirklich ganz gesehen hatte, nur teilweise mal in Erinnerung hatte, gesehen hatte im TV, habe ich mir die Serie geholt, die komplette. Ja, und im Endeffekt bin ich froh, dass ich mir die geholt habe und finde diese Serie einfach klasse, großartig. Auch wie sie gezeichnet ist und gemacht ist. Und die Musik dabei ist einfach nur Kult. Und so eine Serie findest du heutzutage ganz selten noch. Und ich finde es einfach schade, manchmal auch wie die Zeit vergangen ist. Aber sie gefällt mir. Danke, dass ihr die gemacht habt. Und danke, ja, dass euch das gefällt. Ja. Ich grüße euch alle und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Resttag. Wir sehen uns dann morgen am 4. Dezember wieder zum nächsten Adventskalender. Bis dahin und ciao.